Die Quintessenz, die Vision zusammenzufassen, war: Lernräume gestalten, auch eines der zentralen Punkte. Und wer nochmal nachlesen will, was wir damals zu dem Thema alles aufgeschrieben haben, der gehe bitte auf den Link hier. Die Folien werden wir sicher nochmal in die Runde werfen danach, sodass es auch kein Problem ist, das nochmal nachzulesen. Ansonsten einfach die drei Begriffe eingeben und das sollte über Google auch auf Wikibooks und den Eintrag führen. So, gibt es hier noch was zu sagen zu den Unternehmen, den gastgebenden Unternehmen? Der ein oder andere wird vielleicht auch da sein, allerdings bei Ja, sie haben auch 220. versucht, ZF hat, glaube ich, geschrieben, sie haben versucht, ins Meeting zu kommen, aber wir sind wohl leider schon voll. Also, Ah, obwohl okay. erst 230 angezeigt werden, sieht man auch auf der Telegram-Gruppe, dass Ja. aktuell niemand mehr reinkommt. Aber wir werden gucken, dass wir immer in der jeweiligen Woche am Freitag quasi die Wochengestalter von der nächsten Woche mit reinnehmen, die dann in der Freitagssession nochmal ein bisschen erzählen, was in der kommenden Genau. Woche kommt. Das war auch so eine Routine, die sich bewährt hat im letzten MOOC, dass wir da gleich die Verbindung herstellen von der einen Woche zur nächsten. Ja, scheint doch irgendwo an der Grenze zu sein jetzt mit über 200 Teilnehmern, ne, was die Geschwindigkeit angeht, die Performance. Ja, aber so, dass es so lang dauert, bis Folien kommen. Das war ja bis jetzt auch immer ganz reibungslos. Ja. Genau, im Chat kommen schon die ersten Rufe. Du sollst ruhig einfach weitererzählen, Jochen. Ich finde das auch eine gute Idee. Genau. Das kann ich übrigens auch wirklich machen. Genau. Oder? Genau. Ja, mach erstmal. Das haben wir, genau. Ich erzähle einfach mal so ein bisschen über, also, weil wir haben hier immer eine ganze Reihe Teilnehmer, die vielleicht auch mit dem Stichwort MOOC gar nicht so vertraut sind. Und deswegen war das eine mal, euch kurz vorzustellen, wer daran teilnimmt, welche Unternehmen so ihren Hut in den Ring geworfen haben und dann so ein bisschen was zum Ablauf und zu dem Charakter eines MOOCs zu erzählen, gerade für die, die zum ersten Mal dabei sind. Was haben wir für Eckdaten, was den Ablauf des MOOCs oder der einzelnen Wochen angeht? Wir haben auch so ein bisschen aus bewährter Tradition eigentlich nur zwei Termine in den Wochen festgesetzt, nämlich dass wir montags, so wie jetzt in dieser Runde um 13 Uhr, eine Startsession haben, in dem sich das Unternehmen mit seinem Thema noch mal kurz vorstellt. Und wir wollen am Freitag um 13 Uhr in einer ähnlichen Runde die Woche abschließen. Das jeweils in so einer Konstellation. Dazwischen ist das Spielfeld den Unternehmen, den gastgebenden Unternehmen relativ frei und offen überlassen. Was sich so ein bisschen bewährt hat, ist eine Woche zu nehmen und zu sagen, okay, man hat 5 Tage, man bietet für jeden Tag irgendeine kleine Aktivität an, man lädt irgendeine Information hoch, ein Video, stellt eine Frage, fordert auf, eigene Erfahrungen irgendwo in einem Diskussionsforum zu hinterlassen. Also da gibt es verschiedene Varianten, aber ihr werdet dann sehen, was die Übersichtsseiten angeht, dass sich diese Struktur aus, jedes Unternehmen hat eine Startseite und gliedert das im Prinzip nochmal in die einzelnen Wochentage auf, dass sich das wahrscheinlich als so ein bisschen als Blaupause auch fortschreiben wird. Und wie gesagt, was dann in den einzelnen Wochen passiert, wie wir uns mit dem Thema beschäftigen, ob es eine Frage ist, ob es ein Impuls ist, ob es irgendetwas anderes ist, ist den Unternehmen völlig frei und offen gelassen. Wir aus dem Kernteam begleiten Sie so ein bisschen, versuchen, wie gesagt, diesen Rahmen einfach festzuklopfen. Aber was dann passiert, da werden wir uns auch sicher noch überraschen lassen. Wir kennen selbst noch nicht die Wochenpläne im Detail. Also da einfach neugierig sein und schauen, was die Unternehmen, wie sie ihr Thema übersetzen werden. Das ist der eine Punkt. Also wie läuft so eine Woche ab? Wie gesagt, ganz, ganz viel Freiheit, nur so zwei, drei terminliche Eckpunkte. Der zweite große Punkt ist, was ist eigentlich ein MOOC? Also wir springen hier mal rein und die meisten, die 2015 oder 2017 dabei waren, werden mit dem Begriff was anfangen können. MOOC ist ein Akronym, steht für Massive Open Online Courses. Das Akronym gibt es seit 2008. Da haben zwei Kanadier mal angefangen, das in die Welt zu rufen. Und 2011, als dann große Business Schools auf den Sprung, große amerikanische Universitäten auf den Zug gesprungen sind, hat sich der Begriff so ein bisschen verbreitert. Im Kern reden wir bei Massive Open Online Courses bei einer Online-Veranstaltung im weitesten Sinne. Bitte Veranstaltung mit Anführungszeichen lesen.
Wir haben zwar zurückliegend mal aus MOOCs heraus, aus so Online-Kursen heraus, immer wieder Lerngruppen, die sich vor Ort treffen, aber das gehört gar nicht mal zum ursprünglichen Wesen dieses Online-Kurses, sondern wir wollen uns in den nächsten, mit den Einführungs- und Abschlusswochen sind es 6 Wochen, wir wollen uns in den nächsten 6 Wochen mit euch über und den Unternehmen mit diesen, über diese Themen verständigen, über diese Themen austauschen und das mit den Möglichkeiten, die uns das Netz heute bietet. Auch da immer wieder neue Dinge ausprobieren, neue Formate ausprobieren, neue Tools mal ausprobieren, die sich so ein bisschen dann um die zentralen Bausteine unserer Infrastruktur, und das wird Simon nachher noch so ein bisschen vorstellen, herumlegen. Also von daher, zu einem MOOC gehört auch, ich habe vorhin mal gesagt, das hat 2008 mit zwei Kanadiern begonnen und ist dann 2011 zu einer großen Welle geworden, die mittlerweile schon ein bisschen abgeebbt ist, was den Begriff angeht. Damit verbinden sich auch so zwei Ausprägungen. Die beiden Kanadier, die 2008 mal angefangen haben, die haben MOOCs sehr in Richtung Erfahrungs- und Diskussionsaustausch, in Richtung Vernetzung verstanden. Die haben nicht gesagt, wie man es an der Hochschule vielleicht denken würde, wir nehmen jetzt unser Curriculum, bauen daraus einen Online-Kurs, sondern die haben gesagt, wir nehmen uns einfach die Möglichkeiten wie Blogs und soziale Netzwerke und stellen dort eine Agenda ins Netz und die enthält eigentlich die Punkte, über die wir diskutieren wollen. So, und jetzt hole ich gerade mal kurz Luft, weil jetzt sehe ich was. Ja. Und Volkmann nickt auch. Okay, dann besteht Hoffnung, dass nicht nur ich das sehe. Dauert es einfach nur sehr lang. Ja, okay. Seht ihr jetzt meine Folie? Was ist eigentlich ein MOOC? Ja, genau. Okay. Ja. Jetzt könnte ich mit dem Finger immer auf die einzelnen Bullet Points zeigen. Was ich natürlich jetzt nicht mache. Aber hier steht nochmal Massive Open Online Kurs. Hier steht auch das X und das C auf der rechten Seite, steht für diese beiden Formate. Und ich hatte gerade angefangen, dieses C so ein bisschen vorzustellen, nämlich das Format, in dem man sich zwar online zu einem Kurs zusammentrifft, aber im Kern sich austauschen will, sich also diskutieren will, sich vernetzen will. Und es gibt die andere Variante, für die steht dieses X, wo das Vermitteln eines Curriculums, das X hat sich mal von diesen amerikanischen Universitäten als Kürzel durchgesetzt, das X steht für ja, Curriculum und nicht Austausch, sondern Vermittlung. Also wenn ich ein Curriculum habe und es rüberbringen will über ein Semester in Form eines Kurses, dann würde man eher sagen X-MOOC. Im Kern, wenn man heute in die MOOC-Landschaft reinschaut, und vielleicht wird der eine oder andere jetzt über den Begriff, wenn er neu ist für ihn, mal einfach schauen, was gibt es dann noch, was gibt es für MOOC-Plattformen, was gibt es für Angebote, die da auch MOOC heißen, der wird ganz schnell feststellen, dass die meisten der Kurse, auf die man heute trifft, unter diesen X-MOOC fallen. Also wo Inhalte entwickelt werden, wo Videofilme entwickelt werden, oft sind es Vorlesungen, die abgefilmt und so ein bisschen aufbereitet werden. Und dann beschäftigt man sich als Lerner mit diesen Inhalten und hat in der Regel sehr wenig Austausch, sehr wenig Foren, weil hinter Foren steckt da oft eine Betreuung, steckt oft ein Aufwand, der von Lehrenden oder Tutoren geleistet werden müsste. Und das spart man sich in diesen Großformaten oft. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind so ein bisschen von der Idee her auch auf der C-MOOC-Seite und wollen ganz stark auf Austausch, Erfahrungsaustausch setzen und sagen den Unternehmen auch jedes Mal, mit denen wir in diesem MOOC-Rahmen zusammenarbeiten, bitte fangt nicht an, Inhalte zu entwickeln. Um Gottes Willen keine aufwendigen Videos produzieren, um da irgendwie ein Curriculum zu entwerfen, sondern lieber überlegen, wo steht man selbst bei dem Thema, warum hat einen das interessiert, wo steht man als Unternehmen gerade in der Auseinandersetzung oder Beschäftigung und mit diesen Themen und welche Fragen will man gerne mit den Teilnehmern diskutieren? Wo erhofft man sich Antworten auf Probleme, mit denen man selbst gerade beschäftigt ist? Also diesen MOOC auch als Chance, als Möglichkeit nutzen, um von den Erfahrungen anderer zu profitieren. Und idealerweise auch mit der Bereitschaft, mal etwas Halbfertiges oder noch nicht fertig Entwickeltes in die Runde zu werfen. So, deswegen auch Offenheit als Leitprinzip. Also wir wollen das wirklich, wo immer es geht, leben. Deswegen ist auch ganz wenig hier hinter verschlossenen Türen oder hinter einer Anmeldung verborgen. Wir haben es jetzt mal hier mit den Videolinks gemacht oder machen müssen, um so ein bisschen zu verhindern, dass uns ein Zoom-Link einfach gesprengt wird. Aber ansonsten, das seht ihr ja selbst über den Blog,
auf dem der Kurs vorgestellt wird, über die Kommentarfunktion, über Twitter, über die sozialen Netzwerke, ist alles offen. Und wenn wir die Möglichkeit haben, oder wir suchen auch immer nach der Möglichkeit, Videos und andere Dinge, die wir erstellen, unter eine entsprechende CC-Lizenz zu stellen, damit andere auch sie nicht nur anschauen können, sondern auch weiter bearbeiten können und was immer sie damit tun möchten. Punkt, Simon, wenn du noch mal eine Runde weiter, genau, was ist sonst noch wichtig neben diesen, oder was gehört auch noch zu so ein paar Grundideen, Grundprinzipien eines MOOCs? Individuelle Lernziele setzen, das schließt so ein bisschen an die Tatsache, dass wir kein Curriculum haben, das wir umsetzen wollen, dass es hier kein Zertifikat gibt, kein Zeugnis zu erwerben gibt. Das ist ja alles mit diesen klassischen Kursformaten verbunden. Hier zählt ganz stark, was sind eure individuellen, persönlichen Lernziele? Was erhofft ihr euch von diesem MOOC? Wo seht ihr Überschneidungen mit euren eigenen Themen, mit eurer eigenen Agenda? Was könnte etwas sein, was ihr im Rahmen der nächsten 4, 5, 6 Wochen realistischerweise erreichen wollt? Was ist euch wichtig? Und deswegen auch die Einladung, das gleich in dieser ersten Woche, wenn ihr mögt, irgendwo zu posten, irgendwo festzuhalten. Und ich sage jetzt mal irgendwo, weil wir haben natürlich die Möglichkeit, es als Kommentar direkt unter den Blogpost zu machen. Und es gibt einen Blogpost, der heißt... Ich zeige mal gleich alles noch ein bisschen. Danke, genau, Simon. Genau, da sehen wir es auch noch mal. Ansonsten nutzt bitte Netzwerke, die ihr selbst gerne nutzt oder Blogs, die ihr habt oder an welchen Stellen ihr auch immer Spuren hinterlasst. Schaut nur in Sachen Vernetzung, dass ihr den Kreis schließt, dass ihr ein gemeinsames Hashtag nutzt auf Twitter, dass ihr uns vielleicht als Organisatoren darauf aufmerksam macht, wenn ihr irgendwo an einer Stelle was geschrieben habt, dann postet das in Twitter oder mailt uns an. Also wie auch immer, lasst es der Community einfach zukommen als Info. Ihr seht hier so ein paar Sachen aufgelistet. Simon, haben wir die gleich nochmal auf der Agenda? Oder sagst zeige, du noch ich mal noch mal den, okay. Zeige ich gleich nochmal den Live, genau. Genau, dann gehe ich da einfach mal drüber weg. Ihr seht ja so ein bisschen die Netzwerke, auf denen wir besonders aktiv sind und die wir auch zur Vernetzung empfehlen. Und ich glaube, das war es eigentlich von meiner Seite mal so als ersten Überblick über Idee und Gedanken für die, noch gar nichts von MOOCs gehört haben und sich vielleicht wundern, was jetzt hier passiert. Es gab vor 3 Jahren mal so einen ganz, ganz interessanten, eine ganz interessante Anmeldung und dann ein Twitter-Post, der erstand. Ich glaube, das war so, freue mich auf interessante Vorträge. Und da haben wir dann nochmal die Hand ganz hochgehoben und gesagt, ah, um Gottes Willen, also das ist jetzt nicht hier Hochschule und Uni und eine Parade von Vorträgen, sondern im Gegenteil, wir haben umso mehr von diesem Kurs, umso mehr wir selbst bereit sind beizutragen, aktiv mitzumachen, von Daumen heben bis Kommentar schreiben oder Blogpost aufsetzen. Sehr gut. Punkt. Simon. Weiß nicht, Karl-Heinz Volkmar, habt ihr ein bisschen im Chat mitgelesen? Kamen da schon Fragen jetzt zu dem, was Jochen erzählt hat, dass wir da kurz drauf eingehen? Oder zeig mir erst mal kurz die Infrastruktur. Inhaltlich noch nicht, ist eher so ein paar technische Sachen noch. Ja. Mach erst mal weiter, mach erst mal die Live-Demo. Ja. Genau. Okay, seht ihr meinen Browser mittlerweile, die Seite? Ja. Genau, wir hatten ja letztes Mal, sozusagen 2017, ich weiß nicht, wer sich da noch erinnert, hatten wir den Übergang von einem LMS, das wir in 2017 verwendet haben, nämlich Moodle. Hinzu, wir machen unseren Kurs im offenen Netz und da kamen durchaus ein paar kritische Kommentare, erinnere ich mich, sieht man ja auch heute noch in den Kommentaren, so in Richtung, man kann doch jetzt nicht einfach im Netz einen Kurs machen, wie soll das funktionieren? Und wir haben uns gedacht, na, kann man schon, so war das ja auch von George Siemens ursprünglich mal gedacht und dementsprechend haben wir das einfach getan, haben aber auch gelernt, dass man den Leuten so ein paar Punkte zur Orientierung geben muss, also wie findet man sich zurecht? Wie findet man immer wieder die Stellen, die Inhalte? Und da würde ich jetzt einfach kurz mal durchgehen, ganz praktisch durch das, was Jochen gerade erzählt hat. Also ihr seht hier die colearn.de-Seite von der Corporate Learning Community. Ihr könnt entweder hier oben bei CL Projekte, da ist der erste Eintrag des Corporate Learning MOOC Camp. Da landet ihr auf der Startseite des MOOC Camps. Wir haben euch zum schnellen Navigieren hier rechts am Rand auch mal die MOOC Camp 2020 reingebracht. Da landet ihr auf Startseite, quasi auf der Einstiegsseite zum MOOC Camp mit dem ganzen Programm. Die schauen wir uns gleich auch noch an. Für die, die noch nicht angemeldet sind, der Link zum Anmeldeformular. Dann hatte Jochen ja so einen Blog geschrieben zum Thema Infrastruktur. Also was nutzen wir für Kanäle, welche Tools nutzen wir.
Dann der Link zur Telegram-Gruppe, da haben ja viele den Weg schon hingefunden. Und auch der Lerngruppenmarktplatz. Jochen, da hattest du, glaube ich, gerade noch nichts zugesagt, oder? Nein, hatte ich noch nicht. Genau, das werden wir dann auch gleich noch anschauen. Also fangen wir mal mit der Startseite an. Startseite sieht einfach so aus. Viele von euch waren schon da, um sich anzumelden. Wir haben hier einfach den Ablauf des MOOC-Camps. Hier vorne stehen immer die Termine der Wochen. Die Daten, da ist dann jeweils, jetzt hier sieht man bei Auftaktwoche, die Auftaktwoche verlinkt. Hier rechts versuchen wir auch so einen kleinen Text immer reinzubringen, worum geht es so im Kern in dieser Woche, dass ihr das schnell im Überblick habt. Und wir werden jeweils in der Woche um 13 Uhr am Freitag die Seite der nächsten Woche veröffentlichen. Also die Inhalte für die ZF Friedrichshafen-Woche. Nächste Woche kriegt ihr quasi diese Woche dann mit der Live-Session am Freitag um 13 Uhr. Dann wird das hier, was im Moment noch nicht klickbar ist, klickbar werden. Die Seite Auftaktwoche, wenn man die aufmacht, die sieht eigentlich ganz ähnlich aus. Da steht eben auch im Kern drauf, worum geht's. Da ist immer so eine Tabelle mit einer Übersicht der Tage, an denen was Bestimmtes stattfindet. Ja, das heißt, wir sind jetzt heute hier Montag, 13 bis 14 Uhr Live-Session zum Auftakt. Anders als wir das 2017 gemacht haben, stehen hier nirgendwo Links zu Videokonferenzen. Ihr habt das vielleicht in den letzten Wochen mitgekriegt, da gab es so ein Phänomen, das nannte sich Zoom-Bombing. Also das heißt, viele Leute haben offen auf Twitter und auf Webseiten Zoom-Links geteilt und da gibt es mittlerweile Leute, die automatisiert sich diese Links rausholen, die dann mit sehr anstößigen Content in Videokonferenzen kommen. Deswegen haben wir gesagt, wir tun die Videokonferenz-Links nicht offen ins Netz stellen, sondern teilen die eben immer über den E-Mail-Kanal, also über die Anmeldung. Das heißt, alle, die schon angemeldet waren und jetzt ja auch hier sind, haben den Link bekommen. Jeder, der sich jetzt im Lauf des MOOC-Camps neu anmeldet, bekommt automatisch eine Begrüßungsmail, wo dann die Videokonferenz-Links entsprechend drinnen sind. Da war so die Nummer 1 FAQ. Ich habe die E-Mail nicht bekommen. Das lag in der Regel daran, dass die im Spam-Ordner gelandet ist. Also bei Kollegen so ist, dann das einfach mal im Spam-Ordner schauen. Wir werden diese Woche jetzt am Mittwoch noch eine Session machen zur Nutzung von Twitter, LinkedIn und Co. als Lernwerkzeug. Also das wird so eine inhaltliche Session diese Woche sein. Das macht der Karl-Heinz und ich zusammen. Gleiche Uhrzeit, 13 bis 14 Uhr. Und am Freitag gibt es quasi eine Session auch wieder 13 bis 14 Uhr. Da werden wir einfach mal gucken, was jetzt so im Lauf der Woche an Problemen, an Fragestellungen aufgetreten sind, wo es irgendwie Verbesserungsoptionen gibt. Ne? Das Ziel ist quasi, dass wir so jetzt am Ende dieser Auftaktwoche quasi alle fit sind, um dann nächste Woche in die erste inhaltliche Woche zu starten. Wir haben hier unten mal zusammengetragen, was wären so die Aufgaben der Woche. Also zum einen mal, Jochen hat es schon angedeutet, jeder sollte sich mal überlegen, was verfolgt er denn selber für ein Lernziel in dem MOOC-Camp. Wir haben kein vorgegebenes Lehrziel, außer uns mit dem Thema Lernräume gestalten zu beschäftigen. Dafür gibt es auch einen eigenen Blogbeitrag, den mache ich mal auch noch auf. Na, die Idee ist, dass natürlich es interessant ist, wenn man möglichst viele Lernziele von anderen vielleicht auch kennt. Deswegen hat Jochen hier so einen kleinen Blog geschrieben. Na, und da könntet ihr jetzt einfach unten dran, wie es viele schon getan haben, sieht man hier Manuela, Marin und so weiter, einfach kurz in ein paar Zeilen festhalten, was ist denn mein Ziel, was will ich verfolgen in dem MOOC-Camp. Na, und darauf kann man dann auch kommentieren. Da sieht man dann schon, hier gibt es jetzt Leute, da passen die Ziele zueinander. Das könnte gleich ein schöner Aufhänger sein, um zusammen eine Lerngruppe zu bilden und vielleicht Dinge gemeinsam zu lernen. Also da habt ihr auch mal so die Kommentarsektion gesehen über Discuss unten am Blog. Genau, das wäre was. Dann natürlich ganz wichtig, stand auch schon auf einer der Folien, tragt euch die Termine ein. Also wir werden jede Woche einmal, nämlich an diesem Freitag sozusagen, eine Mail verschicken mit dem Programm der nächsten Woche. Dann kommt am Montag früh nochmal eine Mail. Darüber hinaus kriegt ihr von uns aber keine Outlook- oder Kalendereinträge. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr wollt in allen Wochen Montag, Freitag immer dabei sein, schreibt euch das am besten gleich in den Kalender, packt die Videokonferenz-Links dazu, damit man dann nicht im Eifer des Gefechts sozusagen erstmal danach suchen muss. Dann könnte es vielleicht ganz interessant sein, nicht alleine zu lernen, so wie im Telekolleg, sondern sich zu Lerngruppen zusammenzuschließen. Das haben wir in den letzten Malen auch gemacht. Das heißt, vielleicht gibt es Leute, die ein ganz ähnliches Interesse haben. Schaut mal durch die Lernziele der anderen, ob ihr da jemanden findet. Und auch wenn wir jetzt
knapp 1000 Leute sozusagen sind im MOOC, mit denen lernt man ja nicht komplett zusammen, ähnlich wie in der Uni, da bilden sich dann auch so Lerngruppen in der Bibliothek, also da spricht gar nichts dagegen, dass ihr da dann nochmal so ein Learn Circle, Fünferkreis, wie auch immer, bildet und euch da untereinander austauscht, eigene Termine macht. Da haben wir auch ein, sieht man hier unten, sehe ich gerade, ist eine Doppelung, so ein Lerngruppenmarktplatz hier aufgestellt. Das ist einfach ein Zoom-Pad, da kann jeder ohne Login reinschreiben, macht das mal ein bisschen größer. Da gibt es oben so eine Suche-Biete-Sektion, Lerngruppe in der Schweiz, Lerngruppe hier, jemand aus Augsburg, der Lust hat, schreibt da einfach rein, was für eine Art Lerngruppe ihr entweder sucht oder anbietet. Dann könnt ihr euch da zusammenfinden. Wenn sich eine Lerngruppe gefunden hat, nehmt ihr einfach oben aus dem Suche-Biete raus, packt die unten unter laufende Lerngruppe, so wie das hier der Clemens schon für die GFP in Österreich gemacht hat. Schreibt vielleicht mit einem Kommentar noch dazu, ob da noch Leute dazustoßen können oder ob ihr schon geschlossen seid als Lerngruppe. Und dann dient es so der selbstorganisierten Vermittlung von Lerngruppen. Genau, dann wieder als Angebot, ihr könnt gerne die Seite colearn.de als Lerntagebuch verwenden. Ihr könnt dort Blogs führen, so Working Out Loud, Learning Out Loud mäßig, indem ihr drüber schreibt, was ihr macht, was ihr gelernt habt, was euch interessiert, Erfahrungen bloggt. Der Karl-Heinz ist unter der E-Mail-Adresse karlheinz.pape@colearn.de erreichbar und der kann euch entsprechend dann einen Zugang einrichten, sodass ihr auf der colearn.de mit eurem Blog erscheinen könnt. Genau, dann muss man so ein bisschen, wie Jochen gesagt hat, das Lernen im offenen Netz, wer das noch nicht hat, sich seine persönliche Lerninfrastruktur zurechtlegen. Also Twitter ist sicher ein zentraler Kanal, den wir nutzen, dort mit dem Hashtag MOOCCamp20, nicht 2020, sondern nur 20. Das heißt, wenn Videoaufzeichnungen fertig sind, wenn es irgendwie an einem bestimmten Tag im Ablauf des Unternehmens was Interessantes gibt, werden wir das dort posten. Also wer da noch gar keinen Twitter-Account hat, sollte sich vielleicht jetzt die Auftaktwoche dafür hernehmen, sich den einzurichten. Dann vielleicht die App auch, da werden wir am Mittwoch in der Session ein bisschen was zu zeigen. Die App einrichten, vielleicht sowas wie TweetDeck nutzen, haben wir hier verlinkt. Da kann man sich so eine eigene Spalte machen, wo man dann nur die Tweets mit dem Hashtag sieht. Das Gleiche mit Telegram. Wir haben beim letzten Barcamp und auch beim MOOCCamp Telegram intensiv genutzt als Messenger. Da gibt es eine eigene Gruppe, die kann ich auch gerade mal zeigen. Corporate Learning Community. Da ist oben auch angepinnt immer jeweils der Link zu der Woche, in der wir uns gerade befinden. Man sieht hier, wahrscheinlich seht ihr es nicht ganz klein oben, die hat aktuell schon 364 Mitglieder. Ja, und da werden wir auch posten, wenn die Videos fertig sind. Da könnt ihr aber auch Fragen stellen, da könnt ihr euch austauschen mit den anderen. Da kann man sich auch mal schnell verabreden oder Barcamp-Sessions planen. Das wird alles über diese Gruppe hier funktionieren. Genau, und dann gibt es ja weitere Gruppen noch. Es gibt von Corporate Learning Community eine Gruppe auf LinkedIn, eine auf Xing, eine auf Facebook. Und da werden wir schon auch immer, wenn Aufzeichnungen oder so fertig sind, einen Link reinposten. Wenn ihr da zu Hause seid, also LinkedIn euer eigen nennt oder Xing oder irgendwas anderes, dann nutzt es gerne auch, um euch da auszutauschen. Auch da macht es dann Sinn, sich das so ein bisschen einzurichten, dass man auf dem Smartphone oder am Tablet oder so schnell dahin kommt und schnell die richtigen Dinge findet. Lerngruppenmarktplatz hatte ich schon gesagt und gezeigt. Ihr könnt gern im Lauf der Woche jetzt sozusagen all eure offenen Fragen unten an die Kommentare schreiben zu der Woche. Ja, man kann, das zeige ich vielleicht auch noch mal kurz. Ups, da ist es noch gar nicht aktiviert, müssen wir noch machen. Sind sie hier schon aktiviert? Nee, ich zeige es euch hier beim Lernziel. Mit dem kleinen Haken hier vorne kann man einzelne Beiträge hoch oder runter voten. Also das heißt, wenn jetzt viele Leute die gleiche Frage haben, kann man die sozusagen hier mit dem kleinen Häkchen nach oben voten. Dann können wir uns die auch so sortiert anzeigen lassen, was die meisten Leute interessiert. Und können dann entsprechend die auch schnell beantworten. Oder wie gesagt, ihr könnt gerne auch die Telegram-Gruppe verwenden, um eine Frage zu stellen. Simon, vielleicht an der Stelle gleich eine Frage aus dem Chat. Da fragt die Anja, ist das mit der Lerngruppe und dem Blog mit Kommentar nicht doppelt gemoppelt? Nur das eine oder beides machen? Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen. Naja, der Blog ist ja eher was Individuelles, würde ich sagen. Also wenn jemand jetzt lernt und möchte darüber schreiben, dann reicht ihm vielleicht sein Selbststudium, seine Zeiten und der Blog. Umgekehrt, Lerngruppen tauschen sich auch mal gern untereinander aus, ohne was davon zu veröffentlichen. Also ich glaube, das hängt ein bisschen einfach vom Lerntyp ab.
Und die Kombination aus beiden kann aber auch Sinn machen. Ne? 5 Leute in der Lerngruppe und einer davon blockt immer ein bisschen, was da gemacht worden ist, oder alle blocken über ihres. Also das ist kein Muss, das ist einfach nur ein Angebot und jeder soll da schauen, was für sein Lernziel und auch für seinen Lerntyp sozusagen das Passende ist. Genau, damit sind wir so durch die Aufgaben dieser Woche auch schon durch. Das ist alles, was die Woche ansteht. Wie gesagt, Freitag werden wir uns dann die Fragen, die da geblieben sind, anschauen und werden die entsprechend auch beantworten. Und dann, weiß nicht, wenn ihr nicht noch was habt, hätten wir jetzt noch knapp 20 Minuten Zeit, um auf Fragen noch einzugehen, die ihr gerne auch einfach mit Mikrofon aufmachen könnt, stellen könnt. Wir hatten im Chat noch eine Frage zum Thema Aufzeichnung. Welche dieser Sessions zeichnen wir auf? Also montags und freitags sicher. Und dann kommt es darauf an, wenn jetzt zum Beispiel am Mittwoch der Simon und der Karl-Heinz was zeigen, da können die das auch nochmal aufzeichnen. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr, seht ihr mein Bildschirm jetzt wieder? Ja. Nee, wir sehen dich. Nein. Ihr seht mich, dann wird es wieder eine Weile brauchen. Ich erkläre es kurz, was ich zeigen würde, wenn ihr sehen würdet. Wenn ihr auf die colern.de geht, ganz oben unterhalb vom Suchfeld sind unsere Social-Media-Links. Da ist der YouTube-Kanal verlinkt. Und in dem YouTube-Kanal in der Playlist zum MoCamp landen die Videos alle. Also wenn ihr in der YouTube-App zum Beispiel mitbekommen wollt, wenn die Videos da sind, dann geht ihr einfach in YouTube auf den Kanal der Corporate Learning Community und abonniert den. Dann zeigt es die App automatisch an. Und in der Navigationsleiste findet ihr zusätzlich den Corporate Learning Podcast. Und wir werden die Audiospuren quasi der Freitags- und Montags-Sessions auch als Podcast veröffentlichen. Das heißt, wenn ihr die Podcast-App auf iOS habt oder AntennaPod oder irgendwas Ähnliches auf Android, sucht dort nach Corporate Learning Podcast und klickt dann auf Abonnieren. Und dann bekommt ihr auch ganz automatisch mit, wenn die Episoden entsprechend veröffentlicht sind. Simon, und außerdem auf der jeweiligen Wochenseite, wo jetzt praktisch der Link fehlt und nur der Hinweis ist, dass man hier teilnehmen kann, kommt dann der Link zur Aufzeichnung. Ne? Ganz genau. Ja, richtig. Und es kam auch schon, also mich hatten jetzt verschiedene Leute angeschrieben, wie bekommen sie denn mit, wenn die Aufzeichnungen da sind? Also wir würden so wie beim letzten Mal, sobald es die Aufzeichnung gibt, einfach so einen Post machen auf Twitter, in der Telegram-Gruppe, in den genannten sozialen Medien.